Riesenkarte in Vorhand ist der Granghand sicher, Schneider anzusagen. Die Antwort haben viele von euch schon in den Kommentaren gegeben. Ja, es ist möglich, es ist auch hundertprozentig sicher, allerdings muss dafür ein ganz bestimmter Vortrag gewählt werden. Klar, als erstes mal, Skat zur Seite, als erstes mal den Buben abziehen, denn ansonsten kann es ja immer passieren, dass noch irgendwie was gestochen wird. So, irgendwo fällt der Bube, irgendwas anderes fällt, das ist ganz egal. Und jetzt ist eben das Geheimnis, dass die Gegner nicht die drei Vollen bekommen dürfen. Nur mit drei Vollen in diesen beiden Stichen können sie gewinnen. Und es sind ja auch nur drei Volle draußen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie Herzlusche spielt oder Piklusche, könnt ihr bei einer entsprechend ungünstigen Verteilung auf jeden Fall verlieren. Ein Herz fallen dann König und Karo Ass Wimmlung und dann werdet ihr irgendwo wieder zurückgespielt, müsst selber mit Pik antreten, da fällt dann Pik 10 und Karo 10. Genauso, wenn ihr jetzt mit Pik Lusche startet, fallen im Zweifel 21 oder 20, ihr werdet wieder zurückgespielt, müsst selber mit Herz antreten, die stehen dann auch zu 0 verteilt und es gibt nochmal die 14 oder 15. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr diese vier Karten hier, das sind nämlich potenzielle Einspielkarten, zuerst abzieht und dann wird es den Gegner nicht möglich sein, drei Volle zu erobern. Das sieht dann etwa so aus. Kreuz Ass, zum Beispiel bedient, bedient, Kreuz 10, zum Beispiel bedient, bedient, ist aber auch egal, ob da einer Kreuz noch hat oder nicht, Herz Ass, zum Beispiel hat keinen mehr, alle Herz in einer Hand, Herz 10 Abzug, zum Beispiel hat keinen mehr, Herz Lusche. Und jetzt könnt ihr nicht mehr eingespielt werden und geht mit der Herz-Lusche vom Spiel. Das ist hier das Entscheidende, dass ihr hier eine Karte habt, auf der ihr mit nur einem Vollen vom Stich gehen könnt. Da fällt jetzt eben Herz-Karo Ass, Herz-König als Beispiel, 15 Augen für die Gegner. Und jetzt sind die Gegner in der traurigen Situation, dass sie eben nur noch zwei Volle haben und die können sie nun mal nicht alle an euch vorbeibringen, selbst wenn die Farben einseitig verteilt sind, wie hier zu sehen. Denn wenn immer jetzt kein Voller auf den Tisch kommt, wird die Pik Lusche gelegt, ganz egal, ob auf Karo oder auf dem Pik Bild oder auf, ne, oder sogar auf den letzten Kreuz, ganz egal. Und wenn immer ein Voller liegt, dann wird eben rausgenommen und danach gibt es dann eben nur noch einen 14-Augen-Stich. Also ja, sicher Schneider. Und dem einen oder anderen war diese Aufgabe ganz offenbar auch zu leicht, deswegen wurde das viel auch in den Kommentaren geschrieben. Da stelle ich euch abschließend zu diesem Motiv einfach nochmal folgende Aufgabe. Mit welchem Blatt könnt ihr bei einem Granghand den Schneider ganz sicher nur in Hinterhand ansagen? Bitte diesmal die Lösung nicht in die Kommentare, das wäre zu leicht dann für alle anderen. Aber ich denke, da habt ihr ein bisschen dran zu grübeln. Jetzt mit dem Vorgeplänkel, hier kommt meine Antwort an Konrad. Skat soll also klar, offen, durchsichtig sein. Ich sag mal so, folgende zwei Spiele können hoffentlich das Gegenteil beweisen. Diese Partie habe ich bekommen vor 3 Wochen etwa beim ISPA-Spieltag in Vorhand. Beide haben gepasst. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich gefunden habe. Die drei Buben und die vier Karos hatte ich jedenfalls schon. Ja, Beikarte jetzt nicht so dolle, aber Kreuz 10 kann gedrückt werden und der Pik König, das sind 14 Augen. Ganz ehrlich, ich habe kurz drüber nachgedacht, den Pik König auch im Blatt zu halten, eine Herz-Lusche zu drücken. Kannst du ja auch mal machen, wenn dann Pik voller gewimmelt wird, dann macht der König einen Stich oder wenn da 21 fallen. Aber es ist doch alles ein bisschen Rate- und Wabankspiel. Das ist an sich, denke ich, schon die solideste Drückung. Ich habe mich dann auch doch dafür entschieden. Ich gebe nur 4 Stiche ab, idealerweise, wenn Trumpf nicht zu viert dagegen sitzt. Da gebe ich also Konrad recht, das ist vielleicht schon einigermaßen klar. Und logisch kann das Spiel auch auf diesem oder jenem Weg verloren werden, wenn da 21 nun in Pik fallen und 28 in Herz und ein Trumpfstich. Aber meistens kommt es ja eben nicht so. So, ich drücke also hier die 14. Spiel den sagt den Karo an und öffnet das Spiel mit Kreuz Bube. Ne, das Übliche aus dieser Bubenkonstellation ist der Kreuz Bube der stärkste Aufschlag. Hier zeigt sich sicher auch gleich wieder, dass das keine so schlechte Idee war, denn ich bekomme direkt das Trumpf Ass. Gut, wenn ich jetzt einen roten Buben aufgeschlagen hätte, wäre es darauf angekommen, was macht Mittelhand. Ne, wenn der unterbleibt, ist auch alles fein, aber wenn er rausgeht, raufgeht, dann sieht es etwas weniger gut aus. So, habe ich also diesen Stich bekommen und spiele den nächsten Buben.
Mittelhand hat 3 Trumpf, geht rauf und von hier wird das Pik Ass gewimmelt. So, 15 Pik Ass siehst du erstmal gerne, besser als Kreuz Ass, ne, ist schon mal ein voller in deinen Farben weg. Und jetzt kam auch ganz blitzschnell hier die Pik Dame und ich denke so, scheiße, Pik Dame, die ist jetzt blank, war sie auch. Ne, wenn der jetzt rüber geht und der Spieler, ich schwöre es euch, er hat die Pik 10 schon so in der Hand, um darauf zu gehen und dann guckt er nochmal und überlegt nochmal und steckt die Pik 10 wieder zurück, hat plötzlich keine Traute mehr rauf zu gehen, denkt vielleicht, dass er die besser auf Trumpf unterkriegt und legt die Pik 7 und ich denke so, ja, genau so habe ich es mir gewünscht. Ne, jetzt sind da nur 3 Augen gefallen, perfekt. Und habe mich also über diesen Stich gefreut. Ja, da zeigt sich jetzt gleich, dass diese Freude vielleicht ein wenig zu früh war. Das ist dann auch wieder genau das Schöne beim Skat, diese Ups und Downs, die du sogar innerhalb einer Partie erlebst. Jetzt sieht der Spieler hier keine Chance mehr, seine Trumpf 10 zu retten, spielt sie einfach zurück, um seinem Partner hier einen Abwurf zu ermöglichen. Der wirft die Herzlusche. Gut, die 10 Augen konnte ich jetzt natürlich nicht laufen lassen, gehe also rauf. Und jetzt war es tatsächlich so, wie es dann mit dem Teufel zugeht. Die anderen haben erst 18 liegen und der Spieler hier hat tatsächlich 4 Herz. Es geht als erstes mal rein das Kreuz Ass auf 40 und natürlich auf die nachgespielte Herz 10. Er hat ja noch die Pik 10, er hat sie ja noch und da wird sie geschmiert und da waren es 60 Augen und im Nachhinein denke ich noch so verflixt, wenn der Mann da ganz normal mit der Pik 10 raufgeht. Dann ist das Spiel sehr wahrscheinlich gewonnen. Dann haben sie zwar dann nicht erst 18, sondern 28, aber er wird ja dann Pik weiterspielen. Er wird ja dann Pik Lusche und Pik Lusche spielen. Ich kann die beiden Herz Luschen abtragen. Hinten kann Herz Ass und 10 wimmeln. Dann sind sie bei 49, hat dann aber keinen Überstich mehr mit der Karo 10. Oder wenn er seine beiden Kreuz abschmeißt, denn er hat ja 4 Herz, 3 Trumpf, den blanken Pik und 2 Kreuz, dann kann er danach zwar nochmal auf Kreuz die Karo 10 überstechen. Dann gewinne ich das Spiel aber tatsächlich, weil das Kreuz Ass hier stand und nicht hier. Also das sind so die kleinen Zufälligkeiten. Wenn der Spieler also hier mit der Pik 10 raufgeht, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich gewinne. Ich hätte dann das Spiel nur noch verlieren können, wenn er danach im dritten Stich allen Ernstes die blanke Herz Lusche spielt. 28 Herz Lusche, Herz Ass 39 und dann auf die Herz 10 das Kreuz Ass versenkt. Aber ich schwöre euch, das wäre ja im Leben nicht passiert. Also, lieber Konrad, ein unvorhersehbarer Spielverlauf mit einem typischen, lustigen Ergebnis am Ende. Immer kommt da 60 bei raus. Ich weiß auch nicht, wie der Skatgott das immer so zusammenfrickelt. Zwischendrin habe ich mich schon gefreut, aber das war verfrüht. Und da sagt mir noch mal einer, dass hier schon alles klar wäre. Eine habe ich jetzt noch vom letzten Wochenende Hamburger Skat Tandemmeisterschaft, dritte und letzte Serie, erster Tisch. Die Quali war also schon geschafft. Jetzt ging es nur darum, wer wird Hamburger Meister. Ich bekam folgende Karte in Hinterhand, in Mittelhand passte und hier haben wir jetzt schon mal gleich die erste Frage. Sollst du auf so einen Ansatz jetzt überhaupt 18 sagen? Ja, die ganzen Pessimisten, die ich dann immer mal höre, die argumentieren ja immer so, ja, und wenn jetzt eine Herzlusche und eine Karolusche drin liegt oder Kreuzdame und Herzdame, was machst du denn dann? Ne, dann machst du nur 3 oder maximal 4 Stiche, hast auch keinen Buben, das Spiel ist zu teuer. Ja, stimmt ja auch, es ist ein Risiko, aber du kannst Skat eben auch nicht ganz ohne Risiko spielen. Es ist genauso ein großes Risiko, dass wenn du diverse von diesen Spielen einpasst und dann auch keine fertigen Blätter in die Hand kriegst, dann hast du am Ende auch zu wenig Punkte. Also, ich sage hier 18, denn ich bin da eher der Optimist. Ich sehe 5 Trümpfe mit beiden vollen. Ich sehe ein Ass in der Beikarte, eine 10, die entweder gedrückt werden kann oder vielleicht bestellt in der Hand gehalten werden kann. Und wenn Vorhand jetzt 18 hält, dann ist es für mich ja immer noch Zeit, mir das zu überlegen und mich zurückzuziehen und zu sagen, ja, alles klar, der hat auch ein Spiel, dann ist die Chance auch gesunken, dass ich passend im Skat finde oder dass die Verteilung normal ist, dann hätte ich sicher auch gepasst. Doch, wie es dann so ist, ich komme tatsächlich bei 18 ran. Werd Besitzer, freue mich schon, träume wie so oft von Kreuz Bube und Karo Ass. Stattdessen Trockenfutter im Skat, absolute Schonkost, Karo 9 und Herz Dame und die Pessimisten können sagen, ja siehst du, habe ich doch gesagt, was ist denn jetzt los? Dann kann ich nur sagen, naja, es gibt ja zum Glück beim Skat auch keine Verpflichtung, jedes Spiel zu gewinnen.
Versuchen können wir es allemal. Wenn die Karte ganz ordentlich verteilt ist, ganz gleichmäßig, dann kann der Pik ja auch ganz locker gewonnen werden, sogar mit einer ganz normalen Drückung, sage ich mal, Karo 10 Lusche wäre hier das Übliche. Aber es geht ja hier auch schon los. Du hast diverse Varianten, dieses Spiel zu drücken. Und das kommt sicher jetzt auch ein bisschen drauf an, wie du die Karte und die Gegner vielleicht einschätzt. Also ich habe die Karte jetzt für zu schlecht eingeschätzt, um jetzt einfach nur 10 und Lusche zu drücken. Man könnte auch übrigens auf die Idee kommen, hier zu sagen, die Karte ist jetzt so schlecht, ich muss hier irgendwie mit der blanken Karo 10 rumhantieren. Das wäre direkt alles auf eine Karte gesetzt. Dafür war mir jetzt das Blatt aber wiederum zu stark. Und dann habe ich mich einfach mal auch für eine eher ungewöhnliche Zwischenvariante entschieden, einfach mal Herz, Dame und König. Sieht im ersten Moment wirklich wild aus, kann aber sehr glücklich sich auch für dich entwickeln. Wenn zum Beispiel hier vorne Herz Ass 10 zu dritt sitzt, wird aufgeschlagen, Herz Ass, Lusch, Lusch, Herz 10, Wimmlung, dann machst du plötzlich einen ganz souveränen Eindruck. Und vor allen Dingen, was noch dazu kommt, wenn du alle Farben im Blatt hast, so wie hier, ist die Karte sehr schwer für die Gegenpartei zu lesen. Also nach dem ersten, zweiten, dritten Stich werden die noch nicht so eine Idee haben, wie dein Blatt ungefähr aussieht. Ganz anders, wenn du eine Farbe blank gedrückt hast und sie die direkt treffen, dann können sie das relativ schnell ausrechnen. So, das zur Vorrede. Wie lief denn nun das Spiel? Es lief schlecht, kann ich euch sagen, denn direkt nach der Spielansage kam sehr schnell die Herz-Lusche auf den Tisch. Herz-Lusche, Herz-Ass, von mir die 8. Und ich denke schon so: Scheiße, du bist geplatzt, du bist aufgeflogen, blanker Herz natürlich raus. So hatte ich mir das nicht erhofft. Klar, es kam auch direkt die Herz 10 hinterher. Ja, und jetzt sitze ich da und denke, ja, dumm gelaufen, steche ich mit der Lusche, wird mit dem Bild übergestochen, steche ich mit dem Buben, wird mit dem Buben übergestochen. Ich habe immer noch hier diesen Restmüll quasi in der Hand, also immer noch drei weitere Abgabestiche oder zwei in der Beikarte. Wenn das Spiel wieder in die Mitte gespielt wird, kann nochmal Herz kommen, Trumpf volle hängen. Also die Drohungen sind mannigfaltig. Ja, denke ich mir dann. Also stechen kann hier wohl einfach nicht zum Erfolg führen. Also ganz andere Idee. Abwerfen. Frechheit siegt. Und jetzt hoffen, dass hinten das Karo Ass geknistert wird. Wurde aber nicht. Stattdessen kam die Kreuz 10, 31. Und wenigstens der nächste Stich, der war ja schon vorhersehbar, weil das auch eine ganz offensichtliche und logische Karte ist. Entschuldigt einmal dafür, weil das eine logische Karte ist. Es kommt natürlich hier der siebte Herz. Ja, da hatte ich natürlich mit gerechnet. Kann jetzt hier die Kreuz Lusche abwerfen und aus Hinterhand flog wieder nicht das Karo Ass, sondern die Kreuz Dame. Und im Nachhinein hatte ich hier einfach Glück, dass Hinterhand auch nicht ein Karo Bild in der Hand hält, sondern nur zwei Karo Luschen und deswegen jetzt lieber diese drei Augen in Kreuz mitgenommen hat auf 34. So, Herz für alle. Jetzt hätte ich natürlich gern ein kleines Karo gesehen, das direkt meine 10 zu Hause ist. Kam aber nicht. Es kam der Kreuz König. Kreuz König, Kreuz Ass hinten bedient. Und jetzt wollte ich natürlich auf keinen Fall, dass das Spiel nochmal aus Mittelhand kommt. Ich wollte gerne in Hinterhand, damit da Klein Karo geöffnet wird und nicht etwa der letzte Kreuz kommt, denn den habe ich jetzt hier vermutet und damit mein Blatt quasi aufgeflogen ist, obwohl es ja im Prinzip fast sowieso aufgeflogen ist. Wie auch immer, ich spiele Karo Bube, Herz Bube, Trumpf König, 42, soweit wie geplant. Und jetzt irgendwann musste doch der entscheidende Moment kommen. Kreuz Lusche war tatsächlich noch hier, aber den letzten Kreuz wollte der Spieler aus Hinterhand auch nicht spielen. Auch nachvollziehbar, dass das nicht so eine gute Idee war. Und Mittelhand hat jetzt einfach nicht geglaubt, dass ich in der Karo 10 stehe, obwohl er natürlich als einziger Spieler oder als einziger Gegenspieler auch schon weiß, was gedrückt ist. Und es war vielleicht auch insofern nicht so ein guter Zug, als er an sich gar keine Alternative hat, wo er das Karo Ass hätte unterbringen können. Aber so ist es nun mal beim Skat. Die Idee, die du hast, dass du jetzt nicht das Karo Ass dem Alleinspieler so leicht in den Rachen schmeißen willst, die ist einfach sehr stark. Ja, diese Variante, dass ich jetzt hier die 10 haben könnte, einfach so unkonventionell, dass der Spieler das eben nicht gemacht hat. Er hat es eben nicht geglaubt. Und so komme ich hier mit der Karo 10 ran. Schnapp! Jetzt wieder Trumpf raus. Dame, jetzt wurde hier direkt übernommen auf 47, ne? Und dann kam direkt das Karo Ass, denn dass die nun blank war, das hat er mir auch noch nicht geglaubt, aber sie war nun mal blank
Und es hätte sowieso nichts mehr genützt, auch wenn er jetzt nochmal Kleinkaro spielt, denn hinten muss die Lusche noch bedienen. Trumpf stand jetzt auch ganz artig. Und damit haben sie lediglich 49 Augen gemacht und ich bekam also 71 Augen auf diese relativ schlappe Karte. Ja, und das ist vielleicht etwas, was ich dann dem Konrad nochmal mit auf den Weg geben soll. Ich will dich hier nicht überreden, ich will dich ja überzeugen.